Wieso hat keiner mir Bescheid gegeben, dass Tafel rum ist? Das ist stark, ich wusste gar nicht, dass ihr Brüder seid. Bleib mal hier, bleib mal hier. Im Gegensatz zu dir werden wir 3 Tage bekommen. Ich kenne jemanden, der hat bei Saturn Boxen gekauft und da ist nur Scheiße gewesen. Der hat mehr Minus gemacht, als jemals er machen konnte. Nein, nicht, das ist nicht der Grund, warum du auf die Backen bekommst. Nachdem du auf die Backen von Grace bekommst, musst du ja auch bei uns, damit du ein Erfolgserlebnis wieder bekommst. Habt ihr das gesehen? Der läuft da gerade weg. Weiße Hose, weiße Hose. 5 Leute haben hier weiße Hose, 5 Familien weiße Hose, aber... Hallo, liebe Zuschauer. Willkommen zurück auf diesen Kanal. Schauen wir uns an, was Lloyd so treibt. Hä? Was ist hier los? Gibt es eine Tafelrunde? Ich will auch eine Tafelrunde. Seit wann ist die Tafelrunde? Eins, aber seit ich vorher auch einmal Atlas eins gemacht, deswegen gibt's mich nicht mehr. Santa, Mann, alles gut? Hat schon Hala die Bitch gesehen? Hala, sorry für die Verspätung. Bruder, ich schwör, sogar Leute war auch bei uns. Wo waren wir? Wo drin? Mafia. Wir haben gerade hier eine Reihe voll Leute, die bei Young Reckless waren. Bilal, hier die links von mir und so, weißt du, und deswegen. Ja. Wie gesagt, die Reihe ist voll. Ist schon eskaliert? Ja, ja, Bruder. Hala die Bitch, wo macht bisschen hier ein bisschen Film, keine Ahnung warum. Wieso hat keiner mir Bescheid gegeben, dass Tafelrunde ist? Ich hab deine Nummer nicht. Wir sollten die mal austauschen, ja? Habt ihr doch geschrieben. Hat die Tafelrunde schon begonnen? Scheinbar nicht. Dann kommen wir ja perfekt. Sehr gut. Ich glaube, Bitcoin hat sie heute aufgerufen. Normalerweise. Ja, ist ja egal, Uhr. Ist ja egal, er ist nicht da. Er ist nicht da, dann machen wir einfach unter uns, das passt schon. Ist das für ein Jetski? Ich habe eine wichtige Sache anzusprechen. Und ich persönlich weiß nicht, wer momentan gerade die Schwarzgeldkarte hat. Oder wusste jemand überhaupt, dass es eine Schwarzgeldkarte gibt? Ja, GmbH. Wusste GmbH, jemand? GmbH. Meine Meinung, es geht jetzt nicht um dich, Sheriff, oder sonst was. Die hat gar keinen Einfluss auf diese ganzen Familien, wenn man um 7 oder 8 Uhr morgens die Sachen am Waschen ist und alle am Schlafen sind. Die bringt gar keine Action unter anderen Familien rein. Die sollte normalerweise eine Uhrzeit haben, wo man waschen geht. Woher willst du wissen, dass ich morgens um 7 waschen gehe? Wann gehst du dann sonst waschen? Vielleicht geht dann der Primetime waschen. Nein, wir wollten um 23 Uhr abfangen, hat nicht funktioniert. Wir wollten um 6 Uhr abfangen, hat nicht funktioniert. Ja, wir waren sogar gestern sind wir sogar bei Rebas vorbeigefahren, bei der Kolonne haben gewaschen. Um 6 Uhr morgens? Nein, gestern Abend. Primetime. Ah, ja, aber ich meinte, es geht ja nicht um euch, Sheriff. Es geht, auch wenn da eine andere Familie diese Dinge hätte, es macht gar keinen Sinn. Ich glaube, MOB will die Schwarzgeldkarte. Nein, es geht nicht darum. Ich finde, die könnte so viel Einfluss hier in Los Santos bringen. Aber wenn man um 8, 9, 10 Uhr morgens, ist scheißegal, wenn man waschen geht, wenn die anderen nicht da sind, dann macht die gar keinen Sinn. Hey, ernsthaft, Kevin, hättest du auch so geredet, wenn du die Karte hättest? Genau. 100%. 100%, ich finde, weil guck mal, man hat gar keine Angst, also die kann nur an einer Seite bleiben, in einer Partei. Außer man gibt sich mal die Mühe, um, keine Ahnung wann, aufzustehen. Kevin, ich finde, Tag. Kevin, ich finde ehrlich sogar, dass wir schon genug Sachen haben, die Einfluss bringen. Wenn das funktioniert mit dem Schwarzgeldgeschäft, dann müssen wir das nicht ändern, finde ich. Verstehst du, was ich meine? Komm. Also funktioniert, tut das, glaube ich. Weißt du, was ich meine? Wir haben genug Sachen, wo man hier links, rechts machen kann. Jetzt nochmal eine weitere Sache hinzuzufügen, genug würde wieder nur, findest du? Genug haben wir nicht. Es gibt ein interessantes Experiment in einem Kaufhaus. Wurden 24 diese... Egal, sorry. Wann kann man Waffen aufstellen, Breitenberg? Und wie viel Uhr immer? Später Abendstunde. Wie viel? Eine späte Abendstunde. Von wann bis wann? Weiß ich nicht genau. Man kann aber tagsüber nicht herstellen. Ich verstehe den Ansatz, den Sie da pflegen. Das ist auch richtig. Nein, nein. Aber ich finde das interessant. Das ist ein Punkt, wo man wach ist. Wo die Leute zum Beispiel Sachen am Erledigen sind und davor irgendwie ihr Zweitjob nachgehen und da dann erwischt werden können. Und dass sie nicht um 8 Uhr morgens gehen oder sonst wie. Und das geht auch so, das geht auch in diese Richtung, auch für die Schwarzgeldkarte. Sollte eine bestimmte Uhrzeit geben? Guck mal, wo die man Schwarzgeldkarte fährt, ist ein Objekt, die du mit bei dir trägst, verstehst du? Ja, ja, ich weiß. Das ist nicht eine Route, die du forderst. Ich weiß. So, deswegen musst du das so sehen, das ist nicht das Gleiche, wie ihr jetzt irgendwo hingeht, irgendwelche Waffen herstellt. Ja. Yeah. Wenn ich das machen gehen würde jetzt in eine spezielle Zeit, ist doch einfach für die Leute, um diese Karte zu kriegen. Ja, aber dann geht sie doch von Arsch zu Arsch, das ist doch gut. Aber jeden Tag, wozu? Was aber doch nicht jeden Quatsch? Tag, das wird nicht klappen. Die wird jeden Tag rumgereicht, dann wirst du sehen. Aber wenn jeder man weiß, Zweite wird sich hingehen. Wenn man weiß, wer die Karte hat, dann kann man die doch auch fordern, oder? Nee, nee. Nein. Du musst sie wegnehmen. Ich find's aktuell gut, wie es ist. Was wenn das mit dem Schwarzgeld funktioniert. Ihr könnt ja Pro und Contra einfach sagen. Ich finde das gut, ist gut, wie es ist, ja.
Solange ich mein Geld waschen kann, dann passt doch alles. Ich finde, irgendwo trotzdem sollten Familien die Möglichkeit bekommen, auch die Karte zu nutzen. Ja, hast du ja. Hast du ja. Du musst sie ja wegnehmen. Ja, Bruder. Ja, du musst haben willst, du musst um 6 Uhr morgens musst du da warten. Jeden Tag. Ein Monat lang. Aber wer sagt, dass wir 6 Uhr morgens waschen gehen? Ja, hey, aber es yo. Ist doch aber 5.30 Uhr, Bruder. Wie kann sagen, 5.30 Uhr? Dann ist halt 10 Uhr morgens. Es ist doch scheißegal. Bruder, sag doch 16 Uhr. Was ist diese Anspielung mit 10 Uhr, Bruder? Wenn du um 22 Uhr waschen gehst, bist du dumm, wenn du auch um 5 Uhr mal waschen gehen kannst. Darum geht's doch. Es geht darum, ihr könntet, wenn ihr es schlau macht, die Karte für immer behalten. Darum geht's uns doch gerade. Und deswegen sind wir der Meinung, diese Karte wir doch alles richtig, sollte... Ihr macht ja auch alles richtig, wenn ihr die Karte behält. Aber ja, diese Karte hat keinen Einfluss auf irgendeine Familie hier. Ja, ist doch egal. Das war ja schon immer so. Nein, das war ja schon immer so. Und jetzt, wo wir die Schwarzgeldkarte haben, irgendwie stört es euch. Nein, es geht echt nicht. Guck mal, es geht echt nicht. Hört mir mal zu. Nein, Sheriff, bitte red doch ganz kurz an. Du bist doch auch, wir sind doch hier erwachsen. Ich rede ordentlich. Aber wir reden doch, es geht nicht um dich. Hätte sie Sinaloa, hätte ich das auch angesprochen. Hätte ich das, würde ich das ansprechen. Ich find's einfach interessant, dass man... gestern Abend 22 Uhr gewaschen, ja? Ja. So, gestern 22 Uhr abends habe ich gewascht in der Prime. Mhm. Wenn da keiner kommt, kommt keiner. Ich gebe ab und zu mal die Chance. Aber natürlich nicht mit so einer riesen Menge von Geld. Ja. Wenn ich eine riesen Menge habe, natürlich muss ich das cleverer anstellen. Ja. Das ist doch richtig so. Ja, klar. Ich habe es einmal nur im Raum geworfen. Ich würde mal gerne die andere Partei hören. Mafia ist der Einzige, der gerade was gesagt hat. Der Rest ist leise. Und ich spreche für die Stadt. Jeder wäscht gut. Jeder kriegt sein Geld von mir pünktlich. Jeder kriegt die gleichen Konditionen. Ich tue keinen bevorziehen oder irgendwas machen. Mhm. Sheriff, es geht echt nicht. Du hast vielleicht falsch verstanden. Es geht nicht darum, dass du scheiße bist. Ja, perfekt. Dass du irgendwie das Geschäft nicht gut behandelst. Es geht nur darum, dass die mal entdeckt werden soll, die Karte. Na, Bro, wenn er um 22 Uhr gestern war. Aber ja, dann Bruder, ist doch. Schwarze Karte will mein Bruder. Der muss das einfach schlau anstellen. Der muss das Ding abcampen, mein Bruder. So, aber ansonsten, mein Bruder, wenn du kein Problem damit hast, Bruder, wenn du waschen kannst, ist das easy. Ja, ich hab's einmal reingeworfen. Das ist stark, ich wusste gar nicht, dass ihr Brüder seid. Wer? Du und Kevin. Du bist mein Bruder. Das ist, ja, wir sind Brüder. Ja. Ja. Das wusste ich nicht. Das war die eine Sache. Es gab noch eine andere Sache anzusprechen. Wer wird gerade anfangen? Love gegen Kafkas. Easy. Echt? Nein, wir haben verloren. Machst du Krieg gegen mich? Wir wollen alle wissen, was mit dem Nein, Lachen aber ist, nein, oder? Ernsthaft, ich will nur wissen, weil bei denen ist immer so, die schlafen einen Tag und dann also stehen die auch in die Schlafen. Ich weiß nicht, ich bin gerade dazu gestoßen. Ja, das haben sie bei uns auch gemacht, aber Frage, sind wieder schlafen gehen. Geht's um das Thema? Ah, okay. Ja, ich habe gerade irgendwelche Routen, es wurden wieder rumgereicht, wer hat Codein und wer hat, wer ist das, MDMA? Weißt du, ja. Wieso hast du eine Krawatte? So, wir wissen, Geschäftsmänner verzeihen Codein. Bei Codein war das so, dass Geschäftsmänner den Verkauf eingestellt haben. Auf Reichtum? Die sollen unter den Familien jetzt handeln, oder? Weil es ist. Also wie viel kriege ich da? Viel Codein im Umlauf. Und, wie viele? Ja, aber keine Familie verkauft. Also ihr könnt Kano, aktuell. Azadis, Mayans, Morsano, Kafkas, Immobilien und Platz. Ist aber noch nicht sicher mit Immobilien und Platz. Kanon wird schwer, ha? Die haben sich fusioniert. Ja, ja. Wir haben Revas, wir hatten auch Revas Krieg. Aber dieser Duan ist ein bisschen crazy. Haben die euch schon verkauft? Sagt ehrlich. Nein, nein. Also mir, ja, aber bei mir ist auch 2 Wochen her oder 1,5 Wochen her. Ich glaube, jetzt werdet ihr gar keinen. Die Info, die ich habe, ist 2 Tage alt. Bisschen mit Hilfe von Kali, aber wir hatten die auch alleine gelegt. Wir haben Revas geknallt. Irgendwie verkauft. Ja, das geht ja nicht darum. Revas war nicht so stark, aber jetzt sind sie stark. Spätestens jetzt. Kanon und Fusion, ja. Aber ich man darf ihn nicht überschätzen. Ich überschätze ihn nicht. Aber ich weiß, welche Männer rausgegangen sind, die nicht stark genug waren. Vorgeworfen. Wer hat die gerade? GmbH. Das fehlt. Sheriff. Ja, ich hab die. Und wer will die jetzt haben? Es geht nicht darum. Ich hab einfach nur gesagt, wie sie das momentan gerade findet, dass man 24 Stunden einfach die ganze Zeit, egal wann man will, waschen kann. Und es ist interessanter für die Stadt, wenn es auch so eine Uhrzeit gibt wie bei der Waffenroute. Dass man es wenigstens abfangen kann. Ach, so eine Tafelrunde ist das. Nee, ich hab das einmal lass gesagt. Lass mal offen reden, Jungs. Bleib mal hier. Im Gegensatz zu dir werden wir 3 Tage bekommen. Ich mach Adüti, komm, wir machen die Tafelrunde, die ihr haben wollt. Jalla, komm. Nein, nein, und der Erste, der anfängt, sagst du... Bruder, wir haben doch gerade alle RP gespielt, Bruder. Kack doch mal nicht rein, Bruder, ja. Ja, hast uns kaputt gemacht. Ja, jetzt bin ich raus. Einer redet von RP. Also, ich will nur einmal meine Sache, wieso ich die überhaupt hier in die Tafelrunde gemacht habe. Also, nicht auf jeden Fall nicht darum, dass wir
sagen, lass Camper machen und lass mal Zeiten ändern, lass mal dies. Ja, was zu verkünden? Waffen werden bei mir gekauft. Ich werde jede Taftrunde 15 Burritos voll mit Waffen sind, verkaufen. Nicht mehr, nicht weniger. Ihr wisst nicht, wie viele Waffen drin sind. Ihr wisst nicht, ob Waffen drin sind. Ihr wisst nicht, welche Waffen drin sind. Kauf nicht, ihr wisst nur, kauf nicht. Lass sie bei Familien ficken, Bruder. Ich zeig dir genau, wie das geht. Ich hab so krass von dir gelernt damals, ne? Ich kauf schon seit Monaten nicht mehr. Ist mir auch scheißegal, ob eine Familie alle 15 kauft. Wenn ihr das Starter habt, dann könnt ihr es machen. Schlimmer als wir beide zusammen, Bruder. Maus ist gefährlich geworden, was Baiting angeht. Wie läuft das ab? Legst du alle 15 in den Pott und los geht's oder nach und nach? Ich werde sie einzeln verlosen, versteigern. Startgebote sind unterschiedlich, je nachdem, wenn ich weiß, wie viele wo drin ist. Also so wie Rivera machen wollte? Was redest du für eine Scheiße? Ich frag nur, ob das das gleiche System ist, weil ich hab's gerade nicht richtig verstanden. Nicht mal ansatzweise. Ah, okay, easy, dann hab ich das falsch verstanden. Lass mal erklären. Wollte das auch in Burritos verkaufen, mit Munition drin, mit anderen Sachen noch drin als Pakete verkaufen. Ah, okay, bei dir ist es nicht in Burritos? Ah, mit Bieten, okay. Steigern und limitieren, Mira? Wie, das endet alles? Ja, aber wird das dann so ein Saturn-Box? Bruder. Wieso? Ich hab mal. Ich kenn jemanden, der hat bei Saturn Boxen gekauft und da ist nur Scheiße gewesen. Der hat mehr Minus gemacht, als jemals er machen konnte. Das ist auch Mystery. Ist mehr Inhalt, als man bezahlt. JBL-Kopfhörer waren auf jeden Fall sehr viel vorhanden. Okay, ihr seid alle Fans, okay, wir haben verstanden. Weiter geht's. Also, wie gesagt, hey, Breitenberg. Er ist doch so, da ist nur Scheiße rausgekommen. Sehr gerne. Gute Nacht, Leute. Gute Nacht. Adios, Breitenberg. Du hast gerade Breitenberg schlafen geschickt? That's crazy. Bitcoin? Also, wie bitte? Du hast gerade Breitenberg schlafen geschickt? Nein, er ist müde und soll sich nicht zwingen, hier zu bleiben. Ah, okay. So. Also, wie gesagt, Romanus. Und noch eine Sache in der Mafia. Weil deine Stimme im Kopf dir irgendwas sagen, brauchst du es nicht nachzuplappern, du Versager der Nation und Gesellschaft. Boah, die Stimmen werden immer lauter, Bruder, ja? Die Stimmen werden immer lauter. Du machst Streit gegen den Richtigen, wa? Nochmal bitte? Ja, merkst du selber. Ich hab nicht verstanden, ich baller die ganze Zeit mit Blei. Deswegen. Ja. Und wie sieht das aus, Mr. Bitcoin? Wie viele Burritos werden mit Waffen voll sein? 15. Also weiß man nicht, wie viele befüllt sind mit Waffen. Doch, alle 15 werden mit Waffen befüllt. Nein, so. Da meint der Anzahl. Kann auch sein, dass eine mit einer Waffe nur befüllt wird. Ah, okay, okay. Das ist korrekt. Also, ich werde definitiv darauf achten, Romanus, dass die Burritos gut bestückt sind. Das ist klar. Also, ich werde euch jetzt hier nicht irgendwie 10 Stück in eine packen. Das ist Quatsch. Es kann aber auch sein, dass 2-3 Familien gar keine Waffe bekommen, ne? Ja, vor allem Familien. Was ist also, wie viele sind wir? Also, bei 15 Burritos, neue Familien, die nicht ja, so viel neue Geld Familien. Haben. Oh nein, neue Familien. Wenn ich die Wohlfahrt! Bei 25 macht Plata, Romanus. Macht Plata und ersteigert euch die Sachen. Es gibt Familien, die sind lange hier und die haben immer noch kein Geld mehr, um überhaupt irgendwas zu kaufen. Komm mir nicht mit neuen Familien mehr da. Ich habe immer gesagt, Kali-Steuer, das Geld gebe ich den neuen Familien, habt ihr drauf geschissen. Kommt mir jetzt nicht mit, was ist mit neuen Familien mehr da. Wie macht ihr eigentlich euer Geld? Das würde mich wirklich interessieren. Warte, das ist eine Frage, die gleich dazu enden wird, dass man sagt, ja, man lass mal Zini-Route machen. Lass mal ganz kurz mir dabei den Sachen bleiben, die mich interessieren. Um meine Sache, die ich... Die machen gar kein Geld. Das ist gar nicht möglich, Geld zu machen. 15 Burritos. Jede Woche auf der Taftrunde. Wer bei der Taftrunde nicht bei der Versteigerung mit war, hat selber Schuld. Ihr könnt als eine Familie sogar alle 15 kaufen, wenn ihr das Blatt da habt. Wie teuer ist das Minimum? Das ist situationsbedingt. Je nachdem, wie viele ich wo reinpacke. Dann werde ich den Startpreis festlegen. Maus wie bei Ding. Hängt das heute bei Rivera oder ist das? Ich merk schon. Ja. Gibt es die heute schon? Oder ist das nächste? Nein, ab heute schon. Und was ist mit den Familien, die bei euch bereits bestellt haben? Die Bestellung existiert nicht. Kafkas ist schlafen gegangen, weil sie gesagt haben, sie haben keine Waffen von euch bekommen. Das ist korrekt. Es gibt keine Waffen von euch. Wer seid ihr? Wer seid ihr? Wir sind Lazarate. Was ist das? Lasagne? Lazarate. Dein Pass. Neue Familie. Hey, wollt ihr euch vorstellen? Ja, richtig. Genau. Kann ich schon mal einmal was fragen zu den Burritos? Natürlich. Wenn man, was ist das wenn man ein oder zwei ersteigern sollte, egal welche Familie das sein soll. Der gibt uns den Schutz, die hier sicher wegzukriegen und nicht abgefangen zu werden. Was für ein Schutz? Das ist dein eigenes Gefühl. Also schau mal, wenn ihr mir eine Gebühr zahlt, bringe ich euch die gerne zum Anwesen. Zahlt ihr keine Gebühr, holt ihr die von mir ab. Gibt es nicht dafür die Nobodies? Okay.
Ja, da merkst du selber bei den Namen, dass er Nobody ist. Du wolltest sie doch unbedingt haben. Wo sind die überhaupt? Was machen die überhaupt? Man holt die bei ihnen. Also ich sehe die jede Torfrunde, aber ich habe keinen Auftrag gesehen von denen. Wir würden uns anbieten, die Lieferung zu machen für die Waffen. Wer bist du? Ich bin Cream von Nobody. Und was, wenn du angegriffen wirst? Dann kommen wir für die Ware auf. Krass, einfach gesagt, Lama. Ja, genau wie Mayans und Azadis. Die würden wir halt dementsprechend einsetzen für die Lieferung. Und wir sind auch zu mehreren Familien gekommen. In den letzten Wochen leider hat sich das nicht so ergeben, wie wir uns das erhofft haben. Aber trotzdem können wir das hier nochmal ansprechen und das anbieten. Wer versichert mir, dass hier nichts raus sind? Könnt ihr vorher reinschauen, wie viel da drin ist. Und wir kommen dafür auf, falls da irgendwas wegkommt. Aber unsere Intention ist es jetzt nicht, da irgendwas rauszunehmen, sondern Geschäft. Ja, dann wird ja keiner mehr abkaufen. Dann warten die alle, genau, bis Nobody liefert. Und sobald Nobody liefert, greifen die an. Das ist der Weg. Also ich glaube, das macht auch keinen Sinn. Aber das hatten wir doch schon mal, wo dann doch jeder gesagt hat, ich werde sie beschützen. Und wenn jemand sie angreift, hat einen Stress mit mir. Aber die gibt's ja nicht mehr. Die gibt's ja nicht mehr. Das war dieser Juan, aber der gibt's nicht mehr. Aber die haben doch eh gepanzerte Fahrzeuge. Von Revas. Juan. Mit 12er. Ich glaube nicht, dass die Burritos gepanzert sind oder lagert die da noch? Nee, wir haben eigene Fahrzeuge. Das sind sogenannte GMCs. Und die sind auf jeden Fall gepanzert. Schau mal, wir machen das ganz einfach. Nobodies. Ich nehme das Doppelte an Lieferkosten wie die Nobodies. So, sie nehmen die Hälfte. Also könnt ihr gerne mit dem verhandeln, Mirda. Oder ihr holt das halt selber auf eure eigene Gefahr. Oder ihr könnt vielleicht zu den Nobodies sagen, kommt mit, wir geben euch ein Teil, ein bisschen Geld, aber dafür hilft ihr uns mit dem Transport. Ist doch ein Problem, Hermanos. Wir machen was sagt ihr denn so auf die Rum? Wollt ihr Kinder mit denen, oder was? Fall, das wäre auf jeden Fall ein Kompromiss, den könnten wir eingehen. Wir machen kostenlos. Genau so, mein Bruder. Hermano, ich bin, bin mir sicher, dass niemand deine Hilfe will. Schauen wir mal, wie wir das so machen. Natürlich können wir die ersten zwei, drei Lieferungen für die Familien kostenlos machen, sodass ihr guckt, was läuft mit uns. Hä? Also für die Liefertransportgebühren, die wir, da würden wir nichts berechnen. Und wenn das gut läuft, dann können wir das dann anbieten, ne? Okay, wir machen das ganz einfach. Die Burritos können leider nur über die Nobodies an euch gehen. Ihr dürft sie weder abholen, noch bringe ich sie selber. Es geht nur über die Nobodies. Was jetzt, Lel Mafia? So ist das, Hermano, wenn mein Kohle über dein ist. Also halt okay, dann alle Familien, die schwächer sind. Ja, alle Familien, die schwächer sind, Bruder, ich werde Schnapp machen. Du hast gesagt, die sind nicht gesichert. Ich mach meinen Schnapp, Nobodies kommt dafür auf. Coole Versicherung. Ja, du wirst die Autos nicht aufknacken. Jetzt bin ich mit eingeschaltet, no problema. Ja, und jetzt? Du gibst ab Nobody, und dann ist Nobodies. Transport und werdet von Kali da mit begleitet. Mach doch du gleich den Transport, voll anstrengend. Warum willst du? Gerne machen. Warum machst du nicht selber? Ich arbeite gerne mit Nobodies zusammen. Halt deine Fresse. Okay. Nobody. Okay, sorry, Bro. Sorry. Ach, wir sind jetzt Bresen, so scheiße. Okay. Na gut, also auf jeden Fall hat jemand noch Fragen. Ich würde gerne die Versteigerung machen. Jetzt direkt? Die fängt jetzt schon an. Natürlich, gibt's noch irgendwelche Sachen, die wir hier in der Stadt vielleicht klären müssen? Es gibt noch eine Sache, das haben die Geschäftsmänner gesagt. Also, sobald jemand noch außerhalb quatscht oder dies, das, dann wird er wieder hart bestraft, ja? Aha. Langsares, wolltest du dich doch vorstellen. Das sollte, solltet ihr eure Leuten weitererzählen. Nur so ein kleiner Tipp. Dann gibt's kein Rumgeheule mehr mit, der ist weg. Ich hab nicht mehr so viel Geld. Langsares. Kommt, stellt euch vor, kommt noch, kommen die Mitte. Ja. Fein. Bruder, dieser Haarschnitt zeigt schon, Bruder, Elvis, Bruder. Sag gar nicht. Das sind Leute, Hermano, die dir in einer Woche deinen Arsch versauen, Lil Mafia. Okay, komm, er soll mir jetzt Ansage drücken. Wir datieren auf nächsten Montag. Bro, entspann dich ein bisschen, halt dich ein bisschen zurück. Und was wenn nicht? Bevor ich nachher noch kommen muss und mir die Eier rasieren lassen muss von dir in deinem Barbershop. Okay, Fan, ich merk schon, Fan. Ja, okay, komm! Ich komm zu dir, wo wohnst du? Was gut eigentlich an. Wie bitte? Ey, Baru, du willst meinen Downfall. Du hast doch gerade gehört, Bruder, du willst meinen Downfall. Easy, stell dich vor, Langsares. Gefällt es? Welches Hotel? Vespucci Hotel. Das alte Anwesen von Lloyd. Bruder, er ist ja wirklich Fan, Bruder. Gefällt mir. Vespucci, das alte Anwesen stell von Stell dich doch einfach vor, sag dir mal, wer du bist. Geht mal Vespucci Hotel. Ah, dieses Hotel. Verfluchte, ja. Die Leute, die Vespucci Hotel wohnen. Du bist schon dem Tod gescheitert. Habt ihr gehört? Nein, mach dir keinen Kopf. Wir holen das Beste daraus. Ja, okay, Nachfight. Das haben so einige gesagt. Ja, wir geben unser Bestes. Wir werden gucken. Wie gesagt, Sefi Shabani, wir sind Lazarett. Wir warten nur noch auf unseren Stempel, auf die Geschäftsmänner. Unsere Aufgaben haben wir erledigt und dann sollte es losgehen. Das zu meiner Linken ist Azem Shabani. Welcher Azem? Bruder. Welcher Azem? Azem Shabani. Azem, der jeder Familie war? Nein. Der? Okay. Nein. Ich war nur in einer Familie vorher. Welche? Welcher? Zu meiner Rechten. Kali. Ah! Hä, welcher? Das die UG? Ist es nicht Azem Basem? Nein. Das ist der saubere Azem, der Mann, Davis 20 Leute von euch geholt hat. Ja, und jetzt holst du keinen mehr, Bruder. Herzlichen Glückwunsch. Werden wir sehen. Ja, werden wir sehen. Wir sind gleich nach Tafelrunde. Mach dir keinen Kopf, wir sehen uns auf jeden Fall noch.
Hoffentlich. Inshallah. Jungs, stellt euch doch einfach vor, warum diese Fitna jetzt? Ja, wie gesagt... Was redest du eigentlich von der Ecke? Wir wollen keine Fitna, aber wie gesagt, wir gucken uns das an. Und wenn ihr Fragen habt, dann fragt uns gerne. Ansonsten findet ihr uns, wie gesagt, Vespucci Hotel. Was bedeutet denn euer Name? Deine Stadt in Albanien. Größte Drogenumschlagsplatz in Europa. Mhm, okay. Da kommen meine Brüder und ich her. Wie heißt du? Ich heiße Sefi. Sefi. Okay. Richtig. Was wolltest du sagen, Mafia? Nix, alles gut. Wie gesagt, solltet ihr sonst irgendwelche Fragen haben, findet ihr uns dort. Tagtäglich. Sind schon ein paar Männer von dir wach? Das kann ich dir jetzt gerade so genau nicht sagen, hab gerade kein Handy bei mir. Ah, okay, krass. Und wie gesagt, und ich kann auch noch nicht. Kein Handy, aber schon große Fresse haben, oder was? Ja, natürlich, Bro. Weißt du, wie das läuft? Das habe ich mir von dir abgeguckt. Bruder, du bist ja wirklich Fan, Bruder. Ja, selbstverständlich, Bruder. Wir sind alle Fan hier von dir. Nicht alle, Bruder, nicht alle. Ich glaube, Malat nicht. Alle. Hi, Shay. Spaß. Okay, darfst zurückgehen, Lanxess Arena, Bruder. Geh mal zurück, bitte. Ja, Bruder, meine Eier sagen mir jetzt sowieso, ich soll da hingehen, deswegen mach dir keinen Kopf. Okay, easy, Bruder. Ich werde die f***en, Bruder. Ich werde die gnadenlos f***en, Bruder, ne? Ich habe da, hab da kein Mitleid, Bruder, hä? Gar kein Mitleid mit denen. Der hat doch gerade so groß geredet. Bitcoin, du darfst eine Versteigerung anfangen, oder? Ich muss dir gleich erstmal sagen, wer mitmachen darf und wer nicht. Da gibt's Familien, die nicht mitmachen dürfen. Ja, natürlich. Ah, okay, krass. Ach, was wird aussortiert? Er geht in uns rein, Bruder. Denkst du? Ja, 100%. Bruder, ich, das ist ich. Das wird downfall, Bruder. Ich sag dir, ich werde direkt weg sein. Ist doch weiter hier? Ja, Versteigerung. Ich muss chillen, Bruder. Ich muss chillen. Okay. Wie sieht das mit Munition aus gerade, sagen bitte? Kann man nochmal kaufen? Momentan gerade schwierig. Ich muss mich um ein paar Opfer aus der Hauptschule kümmern. Herr Rivas ist doch aufgelöst. Nein, ich meine Kanonen. Rivas ist rüber zu Kanonen. Ah ja, stimmt. Habt ihr eine Chance gegen die? Mach dir doch mal für die Kutte auf. Den machen wir das für Rivas Kutte an. Du willst, dass ich weg bin, Bruder. Ich wollte alle, dass ich weg bin, Bruder, ne? Ekel. Also wenn du an den Krieg legst, dass ihr nichts verkauft, wir würden drauf scheißen. Wir brauchen keinen Krieg mit euch. Wenn ihr dann Muni verkauft, das ist kein Problem. Wir haben ja eh keine Forderungen, es liegt ja an euch, ne? Das heißt, ihr verkauft momentan keine Munition? Doch, bei Arkin melden. Okay. Nur Sonderschüler wie Kanun kommen nicht an Munition. Wow. Ich habe gerade angerufen, ich soll mich morgen nochmal melden, die geben uns dann. Okay. Gut, fangen wir an mit der Versteigerung, oder? Da wird hart geschossen, hast du das gerade nicht mitbekommen? Nee, ich habe nichts mitbekommen, was du gesagt. Ich glaube, da sitzt ein kleiner Hass zwischen OGs und Kanun. Ja, Bruder, Kanun kommt doch aus OGs Eiern und jetzt machen die auch Mann. Keine Ahnung, Bruder. Gut, also an der Versteigerung darf weder Santa noch Grace mitmachen. Scheiße. Leute, warum das denn, Leute? Ich bin über euch hier an Tracklist. Ein kleiner Ausdruck Es sei denn, ihr entscheidet euch jetzt dazu. Du musst deutlicher reden, Bruder. Deutlicher. Farbe ablegt oder weiterhin trägt. Halt nicht, das ist nicht der Grund, warum du auf die Backen bekommst. Also mein auf jeden Fall, also von mir kriegt der Familie auf jeden Fall Fresse. Also ich werde nicht mehr nach Hause ausziehen. Natürlich, Romano. Hast du denn also bekommen heute Abend und gestern? Ich kann auch einen Ochsen, der 2 Meter groß und 2 Meter breit ist, mir dann im Schlaf töten. So wie du, Maus. Ehrlich? Jetzt halt deine Fresse. Also hat man gestern Abend auf jeden Fall gesehen. Warst du auf jeden Fall weg. Mit Sicherheit. Hast du aber dein Ding gemacht da, ne? Ich hab dir gesagt, komm, lass uns kämpfen um 10 Millionen. Du hast gesagt, was hab ich da vor? Ehrlich? Bro, chill, Bruder. Der hat eine Krankheit, Bruder, hä? Chill mal ein bisschen, Bruder. Romano, der Einzige, der krank ist, bist du hier im Kopf. Hast du mich verstanden? Ja, und jetzt? Und jetzt? Würdest du mich jetzt deswegen diskriminieren, Bruder? Chill mal ein bisschen, Bro. Na gut, Lil Mafia darf auch bei der Versteigerung nicht mitmachen. Aber warum? Weil das meine scheiß Waffen sind. Warum? Ich hab nichts gemacht! Weil das meine Waffen sind. Gut. Unkorrekt, ja. Er will tendenziell bei der Versteigerung. Er hat Le Mafia gesagt. Das heißt, wir dürfen mitmachen, Bruder. Soll ich mich melden? Soll ich melde dich, Bruder, melde dich. Bueno. Mr. Bitcoin, können Sie einmal erläutern, worum es geht? Wir waren ja. Es geht darum, um Burritos zu ersteigern mit Waffen drin. Es gibt 15 Stück. Bilal, Ende runter. Ja. Wisst ihr, was ich verstehe? Okay. 2 Familien haben graue Hosen, 10 Familien haben aber weiße Hosen, hä? Franco, komm nicht auf die Idee, mich zu motivieren, das zu machen. Wenn ich das mache, Bruder, ich bin weg. Zu 1 Million%, Bruder. Romano, deine Familie, da schicke ich 2 Kalis rein. Und das weißt du ganz genau, Leute. Also nachdem du auf die Backen von Grace bekommen hast, musst du ja auch bei uns, damit du ein Erfolgserlebnis wieder bekommst. Aber das ist in Ordnung. Irgendwas gegen Kanu. Aber ich habe recht, dass es Ausreden sind. Hier sind mehrere Familien mit weißer Hose, aber du fokussierst dich auf Grau. Warum? Guter Punkt. Weil Grace dich auseinandernimmt. Das Problem ist, mich stört das nicht, Leute, genauso wenig. Es sind nur 3 Parteien.
Mhm. Weiße Hose? Ja. Wo sind denn die weißen Hosen? Wer seid ihr? Lanxess Arena, MOB, dann die hier, neben Platz. Tattoo noch voll. Outlaws, dann... Aber das haben auch jetzt weiß. Hallo? Das hier ist Tattoo, ne? Ja. Ja. Was seid ihr denn, Mirda? Ihr wart doch schwarz gekleidet. Lange nicht mehr, wir waren schwarz-weiß, jetzt sind wir weiß. Ich glaube, das hat ihn sauer gemacht. Ah, verstehe. Aber harter Vater, Manus ist. Ich bin sowieso vorbereitet, so Chat. Ich sage euch auf Ernst, ich bin sowieso vorbereitet, dass sie uns nach Grace angreifen werden. Ich bin sowieso darauf vorbereitet. Also, ich weiß, dass der Angriff danach auf uns kommt. Naja, viele Leute. Die Versteigerung beginnt morgen um 21 Uhr in meinem Anwesen. Nur die Leute, die mitmachen dürfen, sind willkommen. Alle anderen okay. Nicht. Ey, ich dachte, das geht jetzt ab. Nein. Ich habe mich doch für morgen entschieden. Jetzt ist die Tafelrunde hiermit jetzt vorbei? Nein. Lass uns nicht den ersten Schuss machen. Kann ich schlagen? Ja, klar, wir werden sowieso kämpfen. Also, wir werden nicht irgendwie sagen. Wir oh mein Gott. Wow! 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 Habt ihr das gesehen? Der läuft da gerade weg. Weiße Hose, weiße Hose. Fünf Leute haben hier weiße Hose. Fünf Familien weiße Hose, aber. Wow! Wow! Wow, shit! Hallo? Hey, was passiert? Oh. Wow! Aber wer schießt jetzt gegen wen? Branko, stell dich vor mich! Branko, stell dich vor mich! Was ist das, hä? Komm her, komm her! Ja, komm her. Niemals komm ich zu dir! Branko, stell dich vor mich! Nix machst du Bitcoin! Nix machst du Bitcoin! Bitcoin! Die haben geschossen, ich hab die getötet. Aber wer schießt jetzt gegen wen? Warte, hier ist spannend. Ich will dich nur safen. Wer hat geschossen? Jungs, sie schießt hier mal die ganze Zeit umher. Wer ist das? Wer? Das war eine lustige Tafelrunde. Ich weiß nicht, wer wen erschossen hat. Ich weiß auch nicht. Wie Sergen hat erschossen. Fliegen wir weg oder bleiben wir hier? Glaubst du, da wird noch geschossen? Nicht mehr, oder? Ich glaube nicht. Na gut, dann fliegen wir. War ein spannender Tag.